Was hat Coach Bo Svensson bei Mainz verändert? Und was macht Barreiro im Mittelfeld so stark? Stimmt Ihre Aufstellung? Jetzt Ihre Finanzen checken. deutschebank.de/finanzcheck. Die Mainzer sind seit stolzen 8 Partien ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es im Februar gegen Augsburg. Danach marschierten die Mainzer aus dem Tabellenkeller. Nun stehen die Nachbarn nach einer starken Rückrunde mit 6 Zählern vor Rang 16 und haben den Klassenerhalt dicht vor Augen. Am Montagabend gab es im Nachholspiel ein 1:1 zu Hause gegen Hertha BSC. Seit Bo Svensson Trainer ist, glänzt Mainz vor allem mit einer erstaunlichen Kompaktheit. Der Ex-Verteidiger verpasste Mainz mit dem 3-4-1-2 eine neue Grundordnung. Der Schnitt an Gegentoren hat sich seitdem halbiert. Die 05er lassen deutlich weniger Großchancen zu. Mainz ist wieder Mainz. Die Anzahl der Zweikämpfe sind im Schnitt von 201 auf 240 gestiegen. Dazu mehr gelaufene Kilometer und mehr Sprints als zuvor. Raus aus der Krise mit mehr Intensität. Leandro Barreiro hat sich zu einem zentralen Element der Mainzer aufgeschwungen. Der Luxemburger mit portugiesischen Wurzeln wurde in der Jugend von Svensson zu den 05er geholt und spielt nun unter ihm in der Bundesliga. Barreiro ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, läuft durchschnittlich pro Spiel über 12 Kilometer und trifft sogar hier und da ins Tor. Gegen Leipzig und gegen Köln erzielte der 21-Jährige wichtige Siegtreffer. Körperlich kann er noch zulegen. 47% Zweikampfquote sind noch ausbaufähig. Die Mainzer waren zuletzt alles andere als ein Lieblingsgegner unserer Eintracht. Aus den vergangenen 5 Aufeinandertreffen konnten die Adlerträger nur eines gewinnen und das war das Hinspiel bei Svenssons Debüt mit 2:0. Den letzten Heimsieg gab es im Jahr 2018, wird also wieder Zeit für eine Auffrischung. Auf geht's, Adler!